Im Januar 2019 führt der Abwasserzweckverband AZV Döbeln-Janatal das Niederschlagswasserentgelt ein. Darüber informierten Vorstand und Geschäftsführung des Verbandes sowie sein Betriebsführer, die OEWA, am vergangenen Mittwoch im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz. Mit der Erhebung ist der AZV Döbeln-Janatal einer der letzten Verbände im Landkreis, der die Entgeltsplittung zur Anwendung bringt. Naja, es hat sich wahrscheinlich rumgesprochen, dass die Einführung der Niederschlagswasserentgeltes nicht ganz freiwillig erfolgte, sondern wir sind als Verband angehalten worden, von der Rechtsaufsichtsbehörde diese Form der Abrechnung neu einzuführen. Der Hintergrund ist, dass man sich dabei auf die gesetzlichen Vorschriften beruft, die auf der Grundlage des hessischen Kommunalabgabengesetzes beruhen. Ganz kurze Erklärung vielleicht noch dazu. Es ist einfach so, dass gesetzlich vorgeschrieben ist, dass dort, wo im Verband Grundstückseigentümer nur Schmutzwasser entsorgen und Eigentümer Schmutzwasser und Regenwasser entsorgen, dass diese verschiedenen Tatbestände auch verschieden betrachtet werden müssen in der Entgeltberechnung. In den nächsten Tagen wird der Abwasserzweckverband Döbeln-Janatal 6.500 Briefe an die Grundstückseigentümer in seinem Entsorgungsgebiet versenden. Inhalt der Post ist ein Kundenanschreiben und ein Selbstauskunftsbogen. Diese werden dann anhand von verschiedenen Datenbanken und Kartenverzeichnissen abgeglichen. Ja, wir haben das versucht, so einfach wie möglich zu gestalten. Das heißt, auch diese Einführung, der Prozess der Einführung dieser Entgeltberechnung ist natürlich ebenfalls mit Kosten verbunden. Und um diese Kosten, die ja durch den Entgeltzahler am Ende bezahlt werden oder getragen werden müssen, so gering wie möglich zu halten, haben wir uns dazu entschlossen, eine freiwillige Datenerhebung durchzuführen. Das heißt, wir haben auf aufwendige Überfliegung verzichtet und haben aus diesem Grunde auch die vorhandenen Möglichkeiten, die das Geoinformationsportal bietet, eben versucht zu nutzen. 4 Wochen Zeit haben die Grundstückseigentümer, das Schreiben des Verbandes zu beantworten. Beim Niederschlagsentgelt gibt es, anders als beim Schmutzwasser, keinen Anschluss- und Benutzungszwang. Die Berechnung erfolgt verursachergerecht. Bei der Erhebung der Daten will der AZV Döbeln-Janatal transparent sein und hat sich deshalb für 2 Erhebungsgrundlagen entschieden. Zum einen werden alle Grundstücksflächen veranlagt, die über einen wasserundurchlässigen Belag verfügen, also beispielsweise die Dachflächen oder Hochflächen, die mit Bitumen, Beton oder wasserundurchlässigem Pflaster versiegelt worden sind. Alle die Flächen, die beispielsweise sandgeschlemmte Schotterdecke, Kieswege, die also wasserdurchlässig sind, die werden nicht veranlagt. Bei der Veranlagung wird in 3 Gruppen unterschieden. Die Einleitung von Niederschlagswasser von versiegelten Flächen in den öffentlichen Mischwasserkanal, die Einleitung von Niederschlagswasser in den öffentlichen Regenwasserkanal, die Einleitung von Niederschlagswasser von Nichtwohnflächen in den öffentlichen Mischwasser- oder Niederschlagswasserkanal. Wie hoch das Niederschlagswasserentgelt ausfällt, konnte noch nicht kalkuliert werden. Dafür werden die eingeforderten Grundstücksdaten benötigt, deren Abfrage mittels Selbstauskunftsbogen im Sommer 2017 beginnt. Wir haben jetzt mit dem Verband die Beschlusslage herbeigeführt, sodass wir ab Anfang Juli mit der Versendung der Selbstauskunftsbögen beginnen werden, sukzessive bis zum Herbst diesen Jahres, bis Ende diesen Jahres, und werden dann ab kommenden Jahr bis zum Frühjahr diese auswerten, um dann in 2018 die Kalkulation dem Verband vorzulegen. Im Herbst 2018 soll dann die Kalkulation erfolgen mit Beschlussfassung, sodass dann pünktlich zum 01.01.2019 die Niederschlagswasserentgelte eingeführt werden können. Parallel dazu wird zum 1. Januar 2019 auch das Schmutzwasserentgelt neu berechnet. Die fachliche Begleitung des Niederschlagswasserentgeltes erfolgt durch die OEWA Wasser und Abwasser GmbH in Döbeln. Der Kundendienst der OEWA ist damit auch Ansprechpartner bei diesem Thema. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind per E-Mail unter nldöbeln@oewa.de oder telefonisch unter der Nummer 03431 6556 während der Geschäftszeiten zu erreichen.